Ein Star-Modell strahlt etwas aus, das ich den X-Faktor nenne, weil ich es anders nicht benennen kann. Bestimmte Mädchen haben das gewisse Etwas, das sie zum Star macht und was man oft erst entdeckt, wenn sie vor der Kamera stehen. Sie schauen auf eine Art, dass du eine Zeitschrift unbedingt kaufen willst oder ein Make-up oder Kleider. Man muss sie auf dem Bild einfach mögen. Entweder ein Mädchen hat den X-Faktor oder nicht. Weitergeben kann man ihn nicht. Bei der dänischen Schönheit René Simonsson war der sogenannte X-Faktor nicht schwer zu entdecken. Ihre strahlend blauen Augen scheinen zu hypnotisieren. Fotografen üben den größten Einfluss bei der Wahl von Modellen aus. Sie reißen sich um René, weil sie glauben, dass ihr Liebling vor allem Persönlichkeit, Energie und Vitalität ausstrahle. Und das sei wichtiger als Schönheit allein. Wenn Ihnen das Gesicht bekannt vorkommt, so ist das kein Wunder. Kein Fotomodell hat bisher mehr Titelseiten geschmückt als René. Außer natürlich Brooke Shields, die Eileen schon als Kind unter Vertrag hatte. Wie einige andere Fotostars hat auch René den begehrten Sprung in die Fernseh- und Filmstudios geschafft. Das erhöht nicht nur die Gage, sondern auch das Image. Der Beruf ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich dachte nie daran, in Amerika zu bleiben und kam eigentlich nur rüber, um 1982 an der Wahl zum Gesicht des Jahres teilzunehmen. Ich gewann und blieb. Es ist viel härter, als ich mir je einbildete. Es ist wirklich harte Arbeit. Man muss früh aufstehen und früh schlafen, um gut auszusehen. Man muss sich viel pflegen und sehr, sehr diszipliniert sein, damit man im Rennen bleibt. Ich lebte 8 Monate bei Eileen und Jerry, als ich anfing, weil ich zu jung war, um allein zu leben. Ich war Teil der Familie. Sie haben sich sehr um mich und all die anderen Mädchen gekümmert.